Ein Bild, das in armenischen Augen schmerzen dürfte. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und sein türkischer Kollege Erdogan weinen Sangilan, einer Stadt im oberen Bergkarabach, die aserbaidschanische Truppen während des Krieges 2020 zurückerobert haben, einen neuen Flughafen ein. Die militärische Unterstützung durch die Türkei war in diesem Konflikt maßgeblich, um die armenische Gemeinde aus mehreren aserbaidschanischen Städten zu vertreiben, in denen sie seit Jahrhunderten gewohnt und seit den frühen 90ern quasi Unabhängigkeit genossen hatten. Weder die damals erzielte Waffenruhe noch der Einsatz russischer Friedenstruppen konnten die Spannungen in der Region beenden, in welcher laut Human Rights Watch aserbaidschanische Truppen letzten Monat Kriegsverbrechen begangen haben sollen. Nicht weit von dort, entlang der geteilten Grenze Aserbaidschans und des Irans, führt die iranische Armee Militärübungen durch. Der Iran möchte die 44 Kilometer lange Grenze mit Armenien erhalten, fürchtet jedoch, dass Aserbaidschan durch Krieg neue Gebiete erobern könnte. Die iranischen Revolutionsgarden haben Schiffsbrücken auf dem Fluss Aras gebaut, vielleicht als Warnung.